Also ich kann der Dame nur sagen, dass ich vielleicht einen längeren Rock in Zukunft anziehen soll. Erzähl doch einfach mal in einem Video, wie du deinen Schulverweis bekommen hast, deinen ersten und auch einzigen. Und die einzigen Worte, die ich gesagt hat, warum? Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch heute an diesem okayen Tag, würde ich sagen? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's nicht so gut. Erstmal letzter schöner Tag, dann wieder 10 Tage Regen. Freue ich mich jetzt schon. Aber deswegen bin ich gar nicht so unglücklich. Der wahre Grund für meine Unglückhaftigkeit ist, dass ich vor drei Tagen, ich habe auf jeden Fall ein Video aufgenommen und dachte mir so, yo, schneid es halt heute. Die GoPro hat einfach nicht Ton aufgenommen. Warum? Warum passiert mir sowas? Ich habe eh schon fast gar keine Videos gemacht und dann eins von denen, was ich gemacht habe, hat keinen Ton. Ja, danke dir. Ist das ein alter SL? Jo, aber nicht der mit Flügeltüren, das ist irgendein Cabrio gerade. Also ich kann der Dame nur sagen, dass ich vielleicht einen längeren Rock in Zukunft anziehen soll. Bevor wir jetzt aber zu sehr vom Thema abgelenkt werden, es gibt eine Sache, die ich euch erzählen wollte. Ja, ein Video mit Thema mal wieder. Gibt's selten bei mir. Nämlich hat mich vor 2-3 Wochen, ich weiß nicht genau wann es war, ein alter Schulfreund von mich angeschrieben. Ihr wisst, was ich meine. Und hat mich zum Spaß gefragt, ob ich ihn grüßen könnte. Und dann dachte ich mir so, yo, mach ich. Also an dieser Stelle, hallo Alex, fühl dich gegrüßt. Und dann habe ich mich so zurückgeinnert, hey, Alex war doch der, weswegen du einen Verweis bekommen hast, Daniel. Erzähl doch einfach mal in einem Video, wie du deinen Schulverweis bekommen hast, deinen ersten und auch einzigen. Dann fangen wir an. Wir schreiben das Jahr 2012, 11, 12. Wir schreiben das Jahr, in dem ich noch ungefähr in der 7. oder 8. Klasse war. Ich weiß nicht mal, welche Klasse es genau war. Wobei, wenn ich nachdenke, es war auf jeden Fall mindestens die 7. Ja, genau. Weil ab da mussten wir Wahlfächer wählen und wir waren eine Jungsklasse. Das weiß ich noch. Und 5, 6 waren wir, glaube ich, gemischt. Auf jeden Fall, wir schreiben das Jahr, was weiß ich, es war die 7. oder 8. Klasse. Und wir waren eine Ganztagsklasse. Das heißt, wir hatten immer von 8 bis 15.30 Uhr, 16 Uhr, sowas. Wir hatten auf jeden Fall den ganzen Tag Unterricht. Nicht, weil wir dumm waren oder so, sondern weil gab halt die Option. Man konnte entweder sagen, wir sind eine normale Klasse gehen oder eine Ganztagsklasse. Meine Mama hat gesagt, Ganztagsklasse, muss ich mich nicht um den Jungen kümmern. Und das heißt, wir haben auch immer Mittagessen in der Schule bekommen. Und natürlich, was machen Kinder mit Essen? Richtig rumspielen. Vor allem, wenn es Obst oder Gemüse ist. Damit will niemand irgendwas zu tun haben. Und wir haben uns einen Spaß draus gemacht, Äpfel aus dem 5. Stock zu werfen. Wenn man rückwirkend drüber nachdenkt, ist das eine ziemlich dumme Idee, die wir da hatten. Aber mit 12 oder 13 oder vielleicht 14, wie alt auch immer wir da waren, da denkt man nicht so weit. So, und was ist noch cooler, als einen Apfel aus dem 5. Stock zu werfen? Richtig, wenn sich einer von uns unten hinstellt und wir, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das war, glaube ich, versuchter Totschlag, weswegen man mich anklagen könnte. Auf jeden Fall haben wir so gemacht, einer aus der Klasse ist runtergegangen und haben wir einen Apfel runtergeschmissen, damit der eine Typ unten sieht, wie das so aussieht, wenn ein Apfel zerplatzt. Wie gesagt, wir waren Kinder. Keine Ahnung, was wir uns dabei gedacht haben. In unseren Köpfen war das die absolut geilste Idee, die je erfunden wurde. Naja, und dieser Alex hat sich freiwillig gemeldet, nach unten zu gehen, um den Apfel beim Explodieren zuzuschauen. Und ich war oben, ich habe mich als Freiwilliger gemeldet, einen Apfel zu werfen. So, Apfel geworfen, alles schön und gut. Das war, glaube ich, sogar kurz vor Schulschluss. Also, ich habe den Apfel rausgeworfen, dann sind wir nach unten gegangen. Ich so, ja, unten wird Alex schon sein. Reden wir mit ihm ein bisschen und dann trennen sich die Wege. Gehe ich los mit den Jungs nach unten. Im Treppenhaus kommt uns ein Lehrer entgegen und fragt, habt ihr den Apfel gerade runtergeschmissen? Nein, Herr Lehrer, natürlich waren wir das nicht. Gut, gehen wir weiter. Wir kommen unten an. Alex ist schon weg. Okay, Bus ist noch nicht gekommen. Ist Alex zu Fuß zur nächsten Station gegangen, hat er gebaut. Hat er mich etwa verpfiffen? Naja, haben wir uns nicht dabei gedacht. Nächsten Tag Deutsch. Ich kann mich noch so genau daran erinnern. Deutschunterricht hatten wir. Dann kommt der Direktor rein. Er schaut mich an.
mich komplett fixiert. Digga, wie so ein Löwe seine Beute beobachtet, hat er direkt um mir in die Augen geschaut und hat nur gesagt, ihr wisst, was gestern passiert ist? Ich, Ehrenmann des Jahrhunderts, ich weiß, nur ein echter Hurensohn nennt sich selber Ehrenmann, aber das muss einfach sein. Dann schaut der Direktor mich an. Ihr müsst wissen, nächste Woche werden wir ins Schullandheim gefahren. Also hat sich jeder brutal gefreut. Dann, ich stehe auf, der Direktor schaut mich an, sagt, danke, dass du sofort aufgestanden bist. Ihr könnt euch alle bei ihm bedanken. Wäre er nicht sofort aufgestanden, dann hätte ich euch das Schullandheim nächste Woche gestrichen. An dieser Stelle Sympathiepunkte bei allen gesammelt, Digga. Auf jeden Fall komme ich dann ins Büro, die Direktorin war da, Direktorin an dieser Stelle auch, ich küsse ihr Herz, Digga. So eine sympathische Frau, so korrekt. Schaut mich an, vor allem sie war meine Ethiklehrerin, das heißt, sie kannte mich schon. Sie schaut mich an, sie schaut auf den Bericht, sie schaut mich an, sie schaut auf den Bericht, schaut mich an. Und die einzigen Worte, die ich gesagt hat, warum? Meine Antwort war, ich weiß nicht, wir fanden es lustig. Daraufhin hat sie nur gesagt, so, ja, hast du irgendwelche anderen Sachen schon? Ich so, nee, ich habe keinen Verweis, ich habe keinen Disziplinarausstoß oder wie das heißt, gar nichts. Ich so, einfach, ich bin einfach ein ganz normaler Junge, der einen Apfel aus dem 5. Stock auf fast jemand anderen geschmissen hat. Ja, du weißt doch, das kann sehr gefährlich enden aus dieser Höhe, das hätte ihn erschlagen können. Hin und her. Jetzt natürlich rückwirkend, wie gesagt, ich bin älter, ich verstehe voll und ganz, was ich da gemacht habe, dass das ultra gefährlich war. Aber Kinder, sie so, ja komm Dani, kriegst einen Verweis und hör auf damit. Jo, mach ich nicht mehr, Frau. Ich weiß leider wirklich nicht mehr ihren Namen. Sagst du noch, ja, ich muss aber deine Eltern anrufen, ne? Weil die müssen es erfahren, was weiß ich, irgendwelche Regeln in der Schule. Ja gut, hast du nur mal von deiner Mutter hier angerufen, ihr gesagt. Gut, ich komme in die Klasse, Lehrerin erstmal, salziger als jedes Salzbergwerk, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Die ganze Klasse natürlich fängt an zu klatschen dafür, dass ich halt wirklich eingesprungen bin für die Klasse. Obwohl ich ja das gemacht habe und deswegen auch dafür gerade stehen sollte. Lehrerin direkt sagt, setz dich hin und red nicht, bla 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 bla. Ich dachte mir natürlich, und das dachten sich auch alle anderen von sozusagen meiner Gruppe, Alex war's. Ich war damals noch sehr gut mit Alex befreundet, bin ich jetzt, würde ich auch sagen. Also nicht so gut wie damals, weil man sich halt einfach auseinandergelebt hat, aber ich habe noch Kontakt zu ihm hin und her. An diesem Tag wurde Alex ausgefragt. Alex, warum hast du mich verpfiffen? Seine Aussage, das müsst ihr euch jetzt geben, okay? Der Lehrer, der da war, das war irgend so ein Praktikant, ist auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, war das Daniel, mein Nachname? Und er hat ja gesagt. Und ich weiß nicht, ob er ja gesagt hat, vielleicht hat er auch gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber laut ihm hat der Lehrer wirklich ganz genau nach meinem Namen gefragt. Digga, ich bin noch nie in dieser Schule aufgefallen. Wahrscheinlich wusste außer meiner Klasse niemand, dass ich überhaupt existiere. Und dann soll so ein random Praktikantenlehrer nach meinem Namen gefragt haben. Alles klar, Alex. Danke dir an dieser Stelle, dass du mich verteidigt hast. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ich habe dann ein Jahr nicht mehr so mit Alex geredet. Und dann einfach, ja, ist halt Gras drüber gewachsen. Man hat wieder ganz normal sprechen können. Hin und her, haben auch nicht mal drüber geredet, was da passiert ist. Verweis hin oder her, juckt ja eh eigentlich kein Menschen, dass du einen Verweis in der Schule bekommen hast. Aber ja. So meine Story, zu meinem Verweis. Das hast du davon, Alex, wenn du willst, dass ich dich grüße. Naja, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bis dahin, yalla. Achso, noch was. Es kommen jetzt erstmal keine Videos. Und weil Wetter wird halt nicht gut. Tut mir leid, kann ich nichts machen. Vielleicht ist irgendwann das Wetter in Deutschland normal und dann kann man auch regelmäßig Uploads wieder machen. Naja, egal, ich habe schon viel zu lange überzogen. Yalla, haut rein. Pisst euch.